Grüße euch zu den Tageskarten vom Dienstag, den 26. September 2017. Laut dem Mondkalender haben wir zunehmender Mond im Zeichen Schütze, Element Feuer. Es ist ein Wärmetag. Zwischenmenschlich besagt der Mondkalender: Schön, dass Sie jetzt mit der einen Sache begonnen haben, egal was dabei herauskommt. Informativ, da sind jetzt so viele Zahlen, die mich jetzt hier mitunter neugierig machen. Heute ist der 2458023. Hä? Nein, wir haben uns nicht verschrieben und wollen sie auch nicht auf den Arm nehmen. Diese Zahl ist das sogenannte julianische Datum, mit dem die Astronomen rechnen. Aha. Es ist nicht zu verwechseln mit dem julianischen Kalender, der bis Ende des 16. Jahrhunderts galt. Für astronomische Berechnungen ist es umständlich, ständig zwischen den verschiedenen Kalendern umrechnen zu müssen. Deshalb wurde von dem französischen Gelehrten Joseph Justus Scaliger 1583 der Anfang der astronomischen Zählung auf den 1. Januar des Jahres 4713 vor Christus gelegt. An jenem Tag stimmten nämlich die verschiedenen Kalenderzyklen gut überein, sodass dieser Tag als Startpunkt für eine fortlaufende Tageszählung gelten konnte. Als kleine Rechenübung zählen Sie ab diesem Tag bis zum heutigen Tag jeden Tag durch und Sie kommen auf das für die Astronomen so wichtige julianische Datum 2.458.023. Jeden Tag durch, also einfach nur die Tage zusammenzurechnen. Holla. Okay. Bevor ich mit den positiven Affirmationen unserer Krafttierkarten diese Woche beginne, möchte ich euch sagen, die wir haben eine allgemeine Lernemond-Karte. Fürs Beruflichen haben wir wieder zwei. Und für die Liebe haben wir auch zwei. Okay. Und wir deuten mit dem Buch von Iris Treppner, die Sibylle der Salons. Okay. Ich übernehme die Verantwortung für meinen energetischen Schutz. Ich öffne mein Herz und trage Licht und Liebe in die Welt. Ich verbinde meine Kraft mit meiner lichtvollen Herzensenergie, mit meiner Liebe. Okay, die erste Karte, hier haben wir die Vögel. Bei Iris Treppner sind es jetzt hier die Eulen. Sinnspruch: Wer wartet, wird belohnt. Mit überraschend guten Nachrichten. Stichworte: Kommunikation, Nervosität.
Tagestendenz. Sie suchen den Kontakt mit anderen, lernen nette Menschen kennen und setzen Impulse. Es ist jetzt aber auch eine Zeit der Erweiterung, der Neugierde und des Lernens. Okay, man lernt definitiv nie aus. Nach meinem ersten Schlaganfall mit 25 sagte ich mir, oder nahm ich mir dann irgendwann vor, ne, so, ich sterbe nicht um, auch wenn ich so viele Steine durch den Schlaganfall in die Wege gelegt bekommen habe, habe ich mir definitiv vorgenommen, nicht dumm zu sterben, und wenn ich mit 80 nochmal studieren gehe. Ja, ja, so alt bin ich noch nicht, da habe ich noch 38 Jahre Zeit. Aber schauen wir mal, ne? Okay, die erste Karte für den Beruf sind hier die Lilien. Sinnspruch: Begehrlichkeit ist der Feind der Liebe. Stichwort Leidenschaft. Aber auch leidenschaftlich an den Beruf drangehen ist ja wieder was Wunderschönes, ne? Ein Förderer, Gönner oder Mäzen wird sie entdecken, unterstützen und nützlich für ihre Karriere sein. Ein Quantensprung steht bevor. Okay, und hier haben wir den Schlüssel des Erfolgs. Sinnspruch: Loslassen beschert ideellen Reichtum, Stichwort Sicherheit. Der Schlüssel ist eine Trumpfkarte. Ihre beruflichen Pläne und Vorhaben werden Realität. Selbst wenn Sie für ferne Visionen und Traumschlösser halten, Sie rennen mit Ihren Anliegen offene Türen ein und haben springende Ideen, die sich später bezahlt machen. Wenn wir jetzt mal kurz schauen, da haben wir es doch schon, die Lilien mit dem Schlüssel kombiniert mit Sicherheit Hilfe durch eine dritte männliche Person. Aha, okay, ich gehe davon aus, wenn ich jetzt die nächste Deutung hierher nehme, haben wir dasselbe. Mit Hilfe durch eine dritte männliche Person kommt mit Sicherheit. Wenn ich jetzt von Alexandra Laraveng habe ich mir jetzt hier so einen Stichpunkt gemacht. Also ähnlich, fast gleich, aber hier kommt mitunter der 6 noch mit hinzu. Verstärkt. Okay, kommen wir zu der Liebe. Die erste Karte wäre hier die Sonne. Sinnspruch: Sie schenkt Wärme und Geborgenheit, unsere Mutter und Lebensbegleiterin. Stichworte: Energie und Erfolg. Liebe, es wird heißen, auch wenn jetzt gerade Herbst oder Winter sein sollte, romantische Abende mit Sonnenuntergang oder bei Kerzenschein am Kamin oder Kachelofen können Sie und Ihr Partner ohne Reue genießen. Und die nächste Lennemond-Karte, hier haben wir die Blumen. Sinnspruch: Im Idealfall schmückt eine schöne Oberfläche ein schönes Inneres. Stichwort Überraschung.
Liebe, Sie haben eine Glückskarte gezogen, romantische Stunden stehen bevor. Ein aufregendes Rendezvous lässt Träume wahr werden. Ihr Herz wird im Sturm erobert oder Ihr Partner lässt sich etwas Besonderes einfallen, um Sie auf ewig zu binden. Und Kombination mit Blumen und der Sonne. Erfolg in allen kreativen, künstlerischen Dingen. Wenn man hier noch die Sonne reinschaut. Erfolg in allen kreativen, künstlerischen Dingen. Ja, also gleich. Okay. Dann kommen wir hier zu unsere Hauptkarte für den Tag, die ist auch wieder von Doreen Virtue, das Heilorakel der Feen. Und wir haben hier die wahren Gefühle. Passt ja sehr gut zu meiner Decke, hat allerdings auch eine gewisse Geschichte, ne, diese Decke. Und ja, es war ursprünglich mal weiß und ja, auch so die Hochzeitsbettwäsche, die Brautgebung für das Brautgeschenk für meine Mutter damals mit den vielen Blumen und ich habe das gebartigt, ja. Also viel lila wollte ich nicht, aber insgesamt die Effekte finde ich doch ganz klasse. Und ja, dann war es auch schon das Dach vom Himmelbett und wurde auch schon als, ja, wenn ich mit den Ölfarben, ich habe Grafikdesign, Illustration, Bildhauerei, Malerei studiert, Schwerpunkt auf Diplom-Grafikerin und Diplom-Malerin. Und wo es auch schon herhalten musste, ja, zum Auslegen, wenn ich gemalt habe. Aber soweit ich mich entsinnen kann, hat es noch keine Farbkleckse bekommen. Schauen wir mal, hat sich jetzt hier irgendwie angeboten. Das war, finde ich, auch von den Farbgebungen jetzt wunderschön. Okay, die wahren Gefühle. Durch diese Karte wirst du dringend aufgefordert, auf deine wahren Gefühle zu hören und ihnen zu folgen. Betrüge dich weder selbst noch rede dir ein, dass es akzeptabel ist, die innere Stimme der Wahrheit zu verleugnen. Du hast einen inneren Berater, der sehr weise ist. Diese Quelle der Weisheit spricht auf der physischen wie auch auf der emotionalen Ebene zu dir. Vielleicht sagt dir dein Bauch laut und deutlich, was du tun sollst, oder du reagierst körperlich auf bestimmte Situationen, wie beispielsweise mit einem zusammengebissenen Kiefer oder einem nervösen Magen. Vielleicht zieht dein Herz dich an einen bestimmten Ort, zu einem bestimmten Beruf oder zu einer besonderen Art von Beziehung. Unter Umständen fühlst du dich auch gezwungen, eine bestimmte Situation zu verlassen, die inakzeptabel ist. Die Feen wissen, wie wichtig es ist, den eigenen Gefühlen zu folgen. Sie sagen dir, bitte verwirf nichts, von dem du in deinem Herzen weißt, dass es wahr ist. Folge deinen Gefühlen, denn sie sind dein innerer Kompass, der dich nach Hause geleiten und dafür sorgen wird, dass du geborgen, unterstützt und fröhlich bist. Wenn du dir im Unklaren darüber bist, welche Emotionen du gerade erlebst, schreibe deine Gedanken und Gefühle auf, um mehr Klarheit und Verständnis zu gewinnen. Die Affirmation: Ich lausche
vertraue und folge meinen wahren Gefühlen, denn ich weiß, dass sie die Antwort auf meine Gebete sind. Ich lausche, vertraue und folge meinen wahren Gefühlen, denn ich weiß, dass sie die Antwort auf meine Gebete sind. Oh, Amos Botschaft, die habe ich ganz zum Thema der Liebe. Ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Ich denke jetzt schon wieder daran, dass ich hier in den letzten Wochen an Döner gedacht habe. Und ja, ich glaube, ich hol mir dann vielleicht auch nächste Woche mal einen. Mal schauen. Und die Einhornkarte? Hier haben wir die Magie. Und auch eine Schatztruhe. Kometen fliegen. Magie ist überall. Abenteuer und Freude warten auf sie. Schön, gell? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich die Affirmation genannt habe, aber ich werde sie am besten am Schluss nochmal wiederholen. Okay? Und die Magie. Wenn sich spirituelle Energien bewegen, ist Magie die natürliche Folge. Die Einhörner aktivieren ständig diese Energien. Bitten Sie sie, mit ihnen zu arbeiten, damit sie heute etwas Magie in ihr Leben bringen können. Affirmation: Ich erwarte heute Magie. Ich erwarte heute Magie. Ach, das gefällt mir jetzt richtig. Wir haben wieder mit schönen, positiven Affirmationen, mit positiven Gedanken zu arbeiten. Man merkt so richtig, mir ist irgendwie was von den Schultern gefallen, seit ich die Karten wieder gefunden habe. Und ich bin genau im richtigen Alter. Jedes Alter hält seine eigenen Freuden und Erfahrungen für mich bereit. Ich lebe immer in meinen besten Jahren. Juhu! Und die Engel geben uns mit Gedankenübertragung. Ich halte dich in meinem Herzen. Nee, da steht er jetzt nicht. Ich hülle dich in Licht, nehme dich in mein Herz und genieße unsere Verbindung. Ja, herrlich. Und sollte ich die Affirmation unserer Krafttierkarten noch nicht gesagt haben, hier sind sie. Ich übernehme die Verantwortung für meinen energetischen Schutz. Ich öffne mein Herz und trage Licht und Liebe in die Welt. Ich verbinde meine Kraft mit meiner lichtvollen Herzensenergie, mit meiner Liebe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag.